Servus Leute, Duoshock hier und willkommen bei Austenon. Ja, nach langer Zeit gibt es endlich wieder einen Kommentar auf diesem Kanal. Ich selber konnte leider keins bringen für eine lange Zeit, weil am Anfang, ich glaube, ich habe mein Intro verloren von Austenon. Und als mir dann wieder einer das Intro geschickt hat, ist mein PC hingeworden. Bis ich dann die einzelnen Komponenten gekauft habe und bis der montiert war und alles lief, sind ein paar Wochen vergangen. Sogar ein paar, na, mehr als nur ein paar Wochen. Und ja, in Kombination damit, dass die anderen aus den Own-Membern auch nicht wirklich Zeit gehabt haben, kamen leider keine Videos. Aber das soll sich ändern und darum soll es heute gehen. Bevor ich aber mit dem Thema anfange, das hier ist ein Black Ops 2 Gameplay, ein Frei für alle, gespielt mit das KH mit dem schnellen Magazin. Meine Killstreaks waren die Drohne, die Hellstorm-Rakete und der Blitzschlag. Und meine Perks waren Hardliner, flinke Hände, Unzähigkeit und noch Gewandtheit, also 4 Perks. Ja, ich hoffe, das Gameplay gefällt euch. Ich gewinne das natürlich, logischerweise. Ich glaube, 36, 37, irgend sowas. Aber wie auch immer, ich habe ja ein Thema heute. Und zwar geht es darum, um die Zukunft von Austenon. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sind sogar letztes Jahr einige Videos von denen kommen, um die Zukunft von Austenon. Weil, ja, es war einfach schlecht organisiert. Wir waren schlecht organisiert. Es liegt ja nicht an euch, es liegt an uns. Ja, das so sagt man es immer. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Nein, aber jetzt ernsthaft. Der Fanta, Konsti und ich, ja, und ist zwar schon wichtig, dass es beim Channel weitergeht, dass da Videos kommen, aber es ist schwierig, wenn man einfach so wenige Leute sind, und deshalb wollte ich euch einfach sagen, in der nächsten Zeit wird wirklich wieder was kommen. Vor allem, ich werde wieder was machen, ich werde versuchen, zumindest einmal im Monat was zu bringen. Wie es jetzt beim Konsti und beim Fanta ausschaut, könnte ich euch jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt nicht spezifisch mit denen jetzt extra geredet die letzten Tage, wann sie wieder was für aus den Own bringen und wie oft und wie regelmäßig. Ist ja auch wurscht, aber auf jeden Fall, ich habe mich darum gekümmert, dass zumindest 2 Leute demnächst was hochladen werden auf aus den Own. 2 österreichische Kommentatoren, von denen ich was halte. Also eigentlich halten alle 3 was von ihm, also auch der Fanta und der Konsti. Und wir haben ja, also ich habe ja auch mit den 2 anderen geredet, also mit dem Knosti und dem Fanta, und die sind ja auch dafür. Es ist nicht so, dass ich jetzt alleine bestimme, wer da was hochladet, also wir sind nach wie vor ein Team zu dritt. Aber einfach, dass wir uns entlastet, dass da weniger Druck herrscht, dass unbedingt wir 3 was hochladen müssen, weil wenn gerade keiner von uns 3 Zeit hat, ihr habt es ja selbst gesehen, dann kommen monatelang nichts auf diesen Kanal. Was eigentlich sehr schade ist, weil vor allem jetzt, wo die German Taters tot sind, mehr oder weniger, wohl wahrscheinlich mehr als weniger, denn ja, seit wann kam da nichts mehr auf den German Taters Kanal? Also 6 Monate, 7, 8, 9, irgend sowas. Das letzte Video war, glaube ich, eine Nuke oder eine Moab, irgend sowas vom Marcy XD mit seinem, da war irgendein Lied von dem X22 Song oder sowas. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Aber auf jeden Fall, die German Taters waren ja eigentlich keine Konkurrenz unbedingt für Austenon, weil da nicht nur Deutsche was hochladen durften, sondern auch Österreicher, Schweizer, Luxemburger etc. Aber zumindest für die Österreicher gibt es da eben mit aus den Own noch eine Hoffnung, dass sie zumindest auf einem Kanal was hochladen dürfen, um ein bisschen bekannter zu werden. Und wenn wir wieder was regelmäßig hochladen und wenn wirklich da wieder zumindest alle 7 bis 10 Tage was kommt auf diesem Kanal, dann könnte man meinen, dass dieser Channel wieder bergauf geht. Und wenn dieser Channel wieder bergauf geht, dann lohnt es sich dann auch irgendwann wieder, hier was hochzuladen als kleiner Kommentator, weil dann wird der Channel berühmter, dann wachsen auch, dann wächst auch die Abonnentenanzahl und dann, ja, steigt natürlich auch die Klickszahl und dann lohnt es sich natürlich, was hier hochzuladen. Bis dahin versuchen wir einfach das Beste draus zu machen. Mir ist es ja egal, ich habe ja nichts davon unbedingt, wenn ich hier auf Austenon was hochlade, denn viele Abonnenten kommen da nicht rüber, aber der Knosti, der Fanta und ich wollen wirklich, dass das für kleinere Kommentatoren einfach ein Ort wird, um sich berühmter zu machen, also um sich zu promoten, um berühmter zu werden. Und ja, das Konzept passt eigentlich, wenn jetzt noch die Organisation besser wird, wenn wir wieder ein neues Hintergrund kriegen und alles drum und dran, dann sehe ich auch wieder eine rosige Zukunft für diesen Kanal. Und ich hoffe, ihr unterstützt das auch und schaut die Videos, die hier hochgeladen werden. Denn ja, mir ist es zumindest wichtig, dass es einen Channel gibt, wo alle österreichischen Kommentatoren bzw. alle guten österreichischen Kommentatoren auf einem Haufen sind. Und diese 2 Kommentatoren, von denen ich gerade geredet habe, die hier was hochladen werden, wenn es gut ist, wenn sie weiterhin gute Videos machen und die Videos hier auf Austenon auch gut ankommen, dann werden sie vielleicht auch zu fixen Austenon-Membern und können dann auch, wann sie wollen, was hochladen. Denn jeder Austenon-Member
darf beliebig was hochladen. Klar, wenn es absoluter Schrott ist, wird es wieder von einem anderen runtergenommen, das Video. Aber ansonsten hat man eigentlich da eine freie Wahl, was hochzuladen. Es sei denn, man ladet am selben Tag was hoch, aber darüber spricht man ja mit den anderen Membern. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Vorgabe, also wir, die drei Großen sozusagen, eine Vorgabe geben, nein, das muss gerade MB2 sein oder nein, COD 4 oder nein, frei für alle war letztens. Also da lassen wir eigentlich den Mitgliedern immer eine freie Wahl. Und ja, ich hoffe, dass die Videos gut werden von den zwei Leuten, weil dann können wir sie aufnehmen hier bei Austin Own und dann gibt es wieder öfters Videos. Und ja, ich wollte einfach einen Kommentar machen, einfach mich wieder melden und ein bisschen da reden über die Zukunft von Austin Own. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Und ihr könnt ja natürlich auch bei meinem Channel vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gemacht haben. Ja, das Gameplay endet 30 zu 7. Yep, 30 zu 7, richtig. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Jock. Ciao.